Okay, es hat geklappt. Duritz, du heilst Alof mal klein. Genau, und der andere Ogre klopft mit drauf. Alof? Mach mal das hier. So, Druide ist tot. Oh, Palegina sieht nicht gut aus. Dann mach mal eine etwas größere Heilung auf Palegina. Das war Palegina. Du? Mach mal weiter den Zauber hier. Okay. Ah, Alof lebt noch. Er wurde nur ordentlich umgeboxt. Okay, nochmal auf die da. Dann mach mal eine nekrotische Lanze auf die. Du schwächst sie mal. Au, hat das gerade unterbrochen. Dann versuchen sie mal zu verängstigen. Und du? Lidwürmer. So. Gut, das hat geklappt. Was ist das? Zolas Wendelring. Nice and quiet. Die Wand wird von einem verrosteten Schild geschmückt, der selbst mit einem vierblättrigen Baum dekoriert ist. Auf dem kleinen Plakette steht der Graf von Jenwald. Oh, Secret. Heimlich. Heimlichkeit, hm. Wer hat noch keine Schuhe an? Ich habe schon welche. Ah, Kada. So. So, wir haben sie besiegt, also können wir das dem Ogre hier oben sagen. Das dürfte uns weitere Erfahrungspunkte bringen, hoffe ich mal. So, du bist hier oben, ja. Schleicht nicht herum, komm ins Licht. Also ist es vollbracht. Zola ist tot, ja. Truger atmet wieder tief ein. Mehrere Augenblicke lang sagt er nichts mehr. Also ist es vollbracht. Ich danke dir, Zwerg. Das darin war nicht mehr meine Gefährtin. Ich werde sie nicht so in Erinnerung behalten. Erfahrung bekommen. Hier, wohin ich gehe, werde ich das nicht benötigen. Setz es gut ein. So, damit wäre das erledigt. Tschüss, Kumpel. Was haben wir denn da bekommen? Rundels Pracht. Klingt nach einer guten Robe für niemanden. So, ich kann das so wegstecken, genau. So, wir haben einen Auftrag abgeschlossen. Jetzt haben wir gar keine mehr offen. Und er hat Erfahrung gesammelt, sehr schön. Ja, ich weiß leider noch nicht. Gucken wir mal in mein Tagebuch. Ne, meine Notizen. Kälter Spinnenkönigin? Ne. Dritte Ebene. Statue mit Säbel. Statue. Punkt, Punkt, Punkt. Säbel benötigt. Ausrufezeichen. Zweite Ebene. Loch voller Blut. Doof. So. Dass ich das mir mal merke.
Okay, das kann ich löschen. So, so. Ja, Notizgoldteil löschen, so. Labdalas Haus Schlüssel benötigt. Ja, da kann ich nicht rein. Genau. Dort gibt es ja ein Zimmer, wofür man einen Schlüssel braucht. So, ich kann Palegida zurzeit leider nicht nochmal heilen. Aber vielleicht reicht das ja, um einen Teil der vierten Ebene auszukundschaften. Jetzt, da wir das Ogre-Problem gelöst haben. Weiter unten sind hoffentlich nur Xaurips und die sind hoffentlich nicht ganz so schlimm. Wobei von den Ogern waren nur die Druiden schlimm. Und jetzt die Königin. Okay, wir sind auf Stufe 4. Hier liegt schon mal Geld. Dies ist eine alte Edir-Gruselgeschichte über eine heimgesuchte Dinnerparty. Eine Leiche zum Dessert vielleicht? Trolle. Trolle sind nicht so schlimm. Selbst wenn es vier sind. Du? Mach mal wieder sowas. Und du? Vier sie mal. Sehr gut. Oh, stimmt ja. Ich habe bei Kanna, glaube ich. Genau, Selbstverteidigung machen wir bei defensiv. Und machen auf Beschwörer. Genau, das ist eine gute Idee. Alof, defensiv. Ja, und Schaden. Das ist auch gut. So. Durenz haben wir schon eingestellt. Ja. Sehr gut. Ja, let's go. Gut. Schmuck. Sehr gut. Und weg mit dem Troll. Sehr schön. And what does the flame reveal? Hier scheint... Ach, da unten ist ein Ausgang. Okay. Gucken wir erstmal hier rein. Hier ist noch mehr Gold. Also Gold brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Ja. Definitiv nicht. Noch ein Troll. Und da oben ist schwarzer Schlamm. Ich finde schön, wie gut wir hier durchkommen. Genau. Bis jetzt.
Noch ein Troll. Und Schlamm. Unsichtbarkeit aufheben. Mithelfen. How may I help? Let's go. So. Sumpfschleim ist ein bisschen härter. Oh, er hat Skelette beschworen. Auch gut. So. Gucken wir es. Ja. Which is not very quiet. So, versuch mal die Falle zu entschärfen. Falle ist entschärft. Oh, hier ist ganz schön viel Zeug. Da gehen wir mal lieber wieder auf Magic Missiles. Du rennst auf etwas mehr Verteidigung. Und viermal das Zeug hier. Es ist wirklich cool, pro Begegnungszauber zu haben. Das ist auch nicht schlecht. Gunst der Götter. Wo willst denn du hinrennen? So, sehr schön. Hey, cool, ein Zaubertrank. Wo sind wir eigentlich gerade? Ach, wir sind hier so rumgelaufen. Okay. Found something. Hier scheint nichts drin zu sein, außer Blutstein-Aufseher-Siegel. Dieses Siegel scheint ursprünglich equitalisch gewesen zu sein. Es handelt sich um ein reißrotes Bruchstück weißen Adras, das ein Blutstein-Juwel umfasst. Auf der Rückseite ist ein Schwert eingraviert. Die scheint die Seite des Textes zu sein, die aus dem größeren Text herausgerissen wurde. Skedia hat es nicht geschafft. Ich weiß, dass Merrick sein Bestes gegeben hat. Kein Grund, jetzt noch umzukehren. Das jedenfalls hat Merrick gesagt. Ich glaube, dass es eher darum geht, diese Ruinen lebend zu verlassen. Wir haben bereits die Hälfte unserer Leute verloren und ich weiß nicht, wie wir das hier überleben sollen. Besonders jetzt, dass Sky da von uns gegangen ist. Die Mörder waren uns gnädig und ließen uns dieses Herrenzimmer mit Büchern darin finden. Mit diesen Wälzern sollte sich an... Bewegt sich da unten was? Ja, wenn ich die Maus bewege irgendwie. Dieses Herrenzimmer sollte mit den Büchern darin finden. Die Götter waren uns gegen und ließen uns dieses Herrenzimmer mit den Büchern darin finden. Mit diesem Wälzer sollte sich an und für sich ein guter Preis erzielen lassen. Wir müssen gar nicht mehr weitergehen. Aber dieses Siegel bringt sein Blut in Wallung. Er ist sich sicher, dass wir unter der Erde noch mehr invitalische Relikte finden werden. Mit jedem Schritt entfernen wir uns mehr von einer sicheren Beute und steigen tiefer in unbekanntes Territorium hinab. Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn er ergriffen hatte. Ich kann nicht aufhören, an Edriga zu denken, wie sie schrie. Neue Aufgabe, Siegel der endlosen Pfade. Verstreut in den endlosen Pfaden von Nur befindet sich mysteriöse Siegel, mit dem vergessene Ruinen und Symbolen graviert sind. Bei der Erkundung der endlosen Pfade habe ich ein schweres graviertes Siegel gefunden. Sein Verwendungszweck ist nicht klar, aber die abgenutzten Gravuren scheinen irgendwie tatischen Ursprungs zu leiden. Vielleicht kann ich bei meinen weiteren Erkundungen noch mehr Informationen finden. Die meisten dieser schimmelnden und verfallenen Bücher sind geschwärzt und zerbröselt. Die verbliebenen lesbaren Seiten scheinen in Alt-Ederianisch gehalten zu sein.
Genau, dich haben wir ja noch.